Top Agrar Praxistest. Mähkombination KDF und KDD von Samasch. Dank des Vertriebs durch Saphir aus Niedersachsen drängt der polnische Hersteller Samasch immer weiter auf den deutschen Markt. Vor allem bei den Mähwerken gibt es ein recht breites Angebot. Wir wollten wissen, welche Leistung die Maschinen bringen können und orderten deshalb 2022 eine Triple-Mähkombi für einen Langzeittest über eine ganze Saison. Auf der Straße sind Front- und Heckmähwerk genau 3 Meter breit. Die Transporthöhe des Heckmähwerks KDD 861S liegt mit eingeklappten Schutztüchern bei 3,8 Metern. Die Schutztücher lassen sich leider nur per Hand klappen. Eine hydraulische Lösung bietet Samasch derzeit nicht. Gut gefallen hat uns die Kombi hinsichtlich der Einstellungen. So gibt es zum Beispiel für die richtige Position der Heckhydraulik am Mähwerk eine mechanische Anzeige mit 2 roten Metallpfeilen. Beide Mähwerke waren mit Stahlzinkenaufbereitern ausgestattet. Mit einem Überschnitt von 33,5 cm je Seite kommt die Kombi so auf 8,54 Meter Arbeitsbreite. Wem das nicht genug ist, der kann beim Heckmähwerk aus derselben Baureihe GigaCut das größere der beiden Modelle, das 941S, mit dann rund 9,4 Meter Arbeitsbreite wählen. Bei den Frontmähwerken bietet Samasch eine recht große Auswahl. Will man allerdings ein Mähwerk mit Aufbereiter ordern, schrumpft die Auswahl auf nur noch ein Gerät. Das KDF mit seiner gezogenen Aufhängung ist in den Arbeitsbreiten 3 Meter und 3,4 Meter erhältlich. Wobei für den deutschen Markt wohl das kleinere in Frage kommen dürfte. Im Test setzten wir das kleinere KDF 301S ein. Unser Heckmähwerk war mit der optionalen hydraulischen Mähbalkenentlastung ausgestattet. Gut gefallen hat uns zudem die Einstellung der Aufbereiterdrehzahl. Das geht einfach über einen Hebel jeweils hinten am Getriebe der beiden Mäher. Über ein einschwenkbares Riffenblech lässt sich zusätzlich die Aufbereiterintensität einstellen. Vorne geht das bequem über einen zentralen Hebel. Hinten schwenkt man das Blech über 2 Hebel ein, die sich dann mit Bolzen in der Senkrechten abstecken lassen. Beim Anbau des Frontmähwerks kommt ein Kuppeldreieck zum Einsatz. Außerdem ist der Anbaubock des Mähwerks über 2 Ketten mit dem Schlepperrahmen zu verbinden. Dadurch begrenzt man die Absenktiefe der Hydraulik am Schlepper, um Schäden am Mähwerk zu verhindern. Das Frontmähwerk setzt man über ein einfach wirkendes Steuergerät ab und hebt es an. Für das Heckmähwerk bietet Samasch eine kleine Bedienbox. Damit lassen sich verschiedene Funktionen vorwählen und dann mit einem doppelwirkenden Steuergerät bedienen. Die Mähbalkenentlastung am KDF muss man mechanisch über 4 große Zugfedern einstellen. Das geht nur mit Werkzeug. Hinten ist der Bedienkomfort in der hydraulischen Variante deutlich größer. Die Mähkombination musste sich im Test unter verschiedensten Bedingungen beweisen. Dabei machten die Mäher sowohl in üppigen und sogar überständigen Beständen sowie bei Pflegeschnitten eine gute Figur. Auch die Übersicht auf die Mäheinheiten ist ordentlich. Über schwenkbare Leitbleche lässt sich die jeweilige Schwadbreite der Mäher einstellen. Weitere Infos zur Mähkombination von Samasch, die technischen Daten und Fahreindrücke sowie die Preise der Mähwerke finden Sie in der Top Agrar-Ausgabe 3 2023.